Irrglaube zum Thema Krebs. Hat man eine Krebserkrankung überstanden, die Therapie ist abgeschlossen, so hört man vom Umfeld oft, oh, du siehst aber gut aus. Tatsächlich sieht man vielleicht auch gut aus, aber in einem sieht es eben nicht so gut aus. Oft genug sitzt man in einem tiefen Loch und muss so viel weinen, dass man auf seinen Tränen wieder nach oben schwimmen kann. Man braucht nicht glauben, nahtlos an sein Leben von vorher anzuschließen. Das schaffen wohl die wenigsten. Nein, es ist ein täglicher Kampf, mit der Angst zu leben, vielleicht wieder zu erkranken, mit den Nebenwirkungen klarzukommen. Wie sieht's bei euch aus? Konntet ihr nahtlos an euer altes Leben anschließen?